Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play some Mass Effect 2. Ja? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ihr müsst euch doch langsam vorkommen wie in einem schlechten Déjà-vu hier, ja? Jedes Mal seht ihr mich wieder auf diesem Podium stehen. Jedes Mal lassen wir uns von Kelly zuquatschen. Aber das machen wir doch gerne. Denn ihr wisst, warum ihr das hier guckt und ich weiß, warum ich es spiele, weil es Spaß macht. Dr. Richard Taylors, Kurator, Allianzmuseum für die Erkundung der Galaxie Erde. Commander Shepard, wir möchten uns für die Beschaffung der Daten der MSV Estevanico bedanken. Ach, guck mal an, ja, das Wrack haben wir ja im letzten Part gefunden. Sie zeigen, dass das Schiff von Söldnern des Bloodpacks und Vorcha-Soldaten angegriffen und überrannt wurde. Vom Datum her zu schließen, war das die erste Allianz-Crew, die den Vorcha gegenüberstand. Sie hatten bestimmt alle große Angst. Oh je. Wir schicken jetzt Bergungstrupps los, um so viel wie möglich für das Museum zu bergen. Nochmals vielen Dank für Ihren Einsatz. Guck mal an. Das erste Mal, dass die Allianz den Vorcha gegenüberstand. Schau mal an. Krasse Scheiße. Nicht schlecht. Ja. Aber wir machen ja weiter im Text mit unseren Nebenmissionen. Muss auch mal sein. Ein bisschen was haben wir noch auf dem Zettel stehen hier. So. Sandurnebel. Lass mich mal kurz überlegen. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, da wollen wir aber nicht hin. Sondern jetzt fliegen wir in einen anderen Nebel, der da auch Nebel heißt, ja. Hat das nun mal so an sich. Aber es ist ja Halbmondnebel. Schwupps, den haben wir hier. Das war da, wo wir auch Ilium finden. Ja, ich weiß. Ist vielleicht ein bisschen schlecht organisiert. Hier waren wir irgendwie vor ein, zwei Parts schon mal. Tut mir auch leid. Ja. Aber was soll's. Kommt darauf an, dass wir die Missionen überhaupt machen. Und nicht, wie oder wann wir sie machen. Und dann fliegen wir immer ein bisschen rum und sehen was von der Galaxie. Also, ist doch nicht schlimm, oder? So. Da lass mal schauen. Luzern ist unser Ziel. Ja. Das liegt hier schön mittig. Na, nicht am Ziel vorbeisteuern. So, System anfliegen. Komme her. So ein... Oh, das ist ein bisschen größer hier. Guck mal an. Uiuiui. Dass wir da den richtigen Planeten finden. Halleluja. Nein, Ointanta klingt schon so komisch. Welchen haben wir hier? Doriae, auch falsch. Mann, oh Mann. Xetik, nein. Ja, manchmal muss auch ich suchen. Nützt ja nichts. Ich habe eine Anomalie geortet. Ja, guck mal an, siehst du. Das ist der richtige. Den wollen wir haben. Boah, guckt euch mal die Ressourcen an. Halleluja. Sonde unterwegs. Die Scanner haben etwas gefunden. Anomalie geortet. Erste Scans weisen auf ein Hochleistungskommunikationsportal auf dem Planeten hin. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen der Bloodpack-Söldner. Ach, schau mal an. Endlich mal wieder was vom Bloodpack. Haben wir lange nichts mehr gehört. Es gibt eine Konzentration von Kroganer und Vorcha-Signalen innerhalb einer größeren Anlage, vermutlich einer Mine. Lebenszeichen entdeckt. Unbekannte Spezies. Vorsicht ist anzuraten. Oh? Unbekannte Spezies? Na sowas? Wer oder was mag das wohl sein? Ich persönlich bin ja nicht der Ansicht, dass das so ganz unbekannt ist, dieses Speziesgesindel, aber wir werden es sehen. So, nehmen wir hier mal wieder unsere schweren Spezialisten mit. Ich hab sie so gern im Team, ja. Eigentlich muss ich sogar sagen, dass ich Grunt mittlerweile ziemlich cool finde. Es gab mal so eine Zeit, da habe ich ihn auch fast nie mitgenommen, ja. Aber eigentlich ist er richtig gut. Er hält viel aus, Kroganer halt, ja. Und für so Bodeneinsätze, wo es richtig Uwe Fräse gibt, ja. Da ist ja eigentlich immer eine gute Wahl. Guck mal an, da haben wir so ein Vieh gesehen.
Der Nebel auf der Planetenoberfläche führt zu Interferenzen mit ihrer Navigation. Sendetürme in der Nähe könnten als Orientierungspunkt dienen. Oh je. Sendetürme? Sowas da. Jedenfalls ist das wieder so ein Planet mit so einer grünen Brühe hier, wo man die Hand vor Augen nicht sieht. Ich hasse doch sowas. Mann, Mann, Mann. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum hat der Typ gerade die Kryo-Munition angeschmissen, ja? Das hat alles seine Gründe. Verdammt, was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gern. Achtung an alle Arbeiter. Arbeit an diesem Knoten einstellen. Hier gibt es nichts mehr abzubauen. Sofort zu den anderen Einsatzorten wechseln. Salamul. Naja. Ach so. Ah, der strahlt also. Und zeigt uns so ein bisschen den Weg. Aber jetzt gehen wir hier in die Suppe rein. Toxische Atmosphäre. Prickelt ein bisschen. Prickelt ein bisschen. Toll. So. Oh. Guck mal. Kennen wir die nicht? Seht ihr? Und genau deshalb frieren wir sie lieber ein. So können die uns gar nicht zu nahe kommen. Klicksen, ja. Ich denke mal, das meinen die hier mit unbekannter Spezies, aber die kennen wir doch schon. Wie gesagt, wir waren schon auf Tuchanka, ja. Wir erinnern uns an Grunts Loyalitätsmission. Sein komisches Ritual da. Und da haben wir auch schon Bekanntschaft mit den Klicksen gemacht. Diese komischen Käferviecher. Rohmaterial? Oh, guck mal an. Ein bisschen Platin. Nehmen wir immer gern mit. Jetzt geht der Strahl natürlich da hinten hin, aber wir wandern natürlich abseits der Wege, ist klar. So. Ich weiß, sie haben Panzerung mit Brandmunition oder was ähnlichem, würde ich da wahrscheinlich auch mehr Schaden anrichten, aber wie gesagt, ich hab's hier bei denen lieber, wenn ich mir die ein bisschen auf Distanz halten kann. Wow. So, wenn die mal so wie hier, ja. So fix aus der Hecke preschen. Noch einer. Die explodieren ja auch. Wir sehen es ja. Zack. Ah, uiuiui. Da habe ich ihn leider zu nah herangelassen. Da haben wir es gesehen. Mistviecher. Ohne Scheiß. So. Hier kann man sich auch echt verlaufen in diesem scheiß Nebel. Mann, Mann, Mann. Ja, ich weiß, der Strahl ist so grobe Orientierung. So. Hier haben wir nochmal Rohmaterial, seht ihr? Sowas will ich mir nämlich nicht entgehen lassen. Was auch immer dann Rohmaterial heißt, was das für ein Element ist, ich habe keine Ahnung. So. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier alle Wege ergründet. Ich vertraue einfach mal darauf. Und erklimm den Hügel. Was haben die hier gemacht? Oh, ein Watcher. Guck mal an. Was das hier auch für ein Kampf war. Lange ist er nicht her. Achtung an alle Arbeiter, sofortiger Rückzug. Shuttles zur Evakuierung sind unterwegs. Wer bei ihrer Ankunft nicht am Versammlungsplatz ist, wird bei den verdammten Käfern zurückgelassen. Oje. Klingt ja echt so, als wäre dieser Salamul ein umgänglicher Typ, der hier viel Wert auf seine Arbeiter legt. Offenbar nicht, naja. Aber gut, es sind auch nur Watcher. Wen jucken schon Watcher, ja?
So. Komme ich hier nicht her? Nee. Da höre ich aber auf jeden Fall wieder... Oh! Guck mal! Guck mal! Ein Rieseninsekt, ja. Rohmaterial. Ach, Platin, da steht's ja. Wenn ich es aufsammle, dann steht's da. Alles klar. Muss ich beim nächsten Mal auch mal drauf achten, was ich da überhaupt aufsammle für Schrott, ja. Aber wenn das Ding da abgehoben ist, heißt das wohl, dass uns da gleich wieder ein paar Klicksen entgegenkommen? Kann das sein? Ja, ja, ich höre es an der Musik. Da haben wir es. Und guck doch mal, wie schnell die Panzerung auch ohne Brandmühlen weg ist. Oh oh. Ach, da kommt gleich der nächste. Na sowas. So. Na, explodier. Ich wollte es gerade sagen. Hä? Wo kommt Grunt jetzt her? War der da schmusen mit denen? Was ist da los? Salamul. Ich kann von Omega keine Watcher mehr beschaffen. Garm hat genug eigene Probleme. Ja, wir erinnern uns, Garm, das war der Anführer des Bloodpacks. Der aber auch schon das Zeitliche gesegnet hat, als wir Archangel aka Garrus gerettet haben, ja. So hört man also wieder von diesen Leuten. Sie müssen sich also selbst um Verstärkung und eine Lösung des Problems bemühen. Vielleicht sollten sie einen Signalpfad bauen. Diese dämlichen Watcher laufen bestimmt einfach raus in den Nebel und finden nicht mehr zurück. Kalusk. Okay. Dann war das hier Kalusk. Gut. Hat er bekommen, was er verdient. Sah zwar jetzt nicht nach irgendeiner Batarianer-Leiche aus. Oder, Moment mal, Bloodpack? Nee, Kroganer? Ein Kroganer war das auch nicht. Ist ja völlig egal. Auf jeden Fall irgendein Schmiervolk. Irgendein Söldnerpack, ja. Wen kümmert's? Mich nicht. Wann haben wir ihn denn erreicht hier, den großen Funkturm? Sind wir nicht auch bald da? Hier kommen wir jedenfalls gerade mal wieder aus dem Nebel raus, ein Stück. Ich bräuchte mal irgendwie eine Übersicht oder so. Hier haben wir noch einen Sender. Oh, gut, dass er noch sendet. Ja, liegt ja schon halb kaputt hier. Guck mal an. Wo ist denn das? Da ist der Funkturm. Wir gehen da einmal drumherum. Was soll denn das? Aber war ja klar, auf direktem Weg wäre auch viel zu einfach. Oh, Achtung! Noch mehr Klicksen. Noch mehr Klicksun. Nein, Quatsch. Diese Viecher sind viel hübscher als der Herr Krachten. So. Blautz. Tja. Ob wir hier auch nochmal auf lebende Watcher stoßen oder so? Es hieß ja hier, ist auch Bloodpack am Start. Nicht, dass die alle schon ins Gras gebissen haben hier und den Käfern zum Opfer fielen. Wo bleiben die Ressourcen? Arbeiten sie da draußen auch oder stehen sie nur rum und warten darauf, dass die Watcher klüger werden? Okay, da könnte man lange warten. Unser Mann auf Ilium kann nicht ewig stillhalten. Wenn sie das alles weiter verzögern, wird der Kampf bei unserer Anreise immer härter werden. Und das würde mich wirklich sehr, sehr wütend machen. Kalusk, ja. Kalusk, klingt ein bisschen so wie Kalust. Ja, moi. Bissel arbeiten, hab Kalust.
Genau, deswegen liegt ihr hier auch alle rum und macht nichts mehr. Ach nee, das lag ja an den Klicksen. Ja. Hier können wir noch einen Sender aktivieren, der geht da hinten hin, ja. Aber hier geht's ja auch nochmal rauf. Guck mal an. So. Siehste, ich hab's mir nämlich fast gedacht. Da habe ich vorhin nach Blood Pack gefragt. Da haben wir's doch. Aber ich habe leider keine Deckung. Das ist ein bisschen blöde. Deswegen lass mal gucken, ob wir die auch aus der Ferne weggepustet bekommen. Aber ich sehe mal wieder nichts. War ja klar. Ach du Scheiße. Der schießt ja mit Raketen um sich. Oh oh. Das Dumme an Blood Pack ist, dass sie sich erholen können, die Watcher. Oh oh. Ach du. Ahnt es nicht. Ja. Schönen Dank auch. Gut, dass ich dich nicht sehe. Stimmt nicht. Ich hab dich gesehen. So, hoffentlich war das der Einzige mit der Rakete. Oder? Huh, ja, Gott sei Dank. Das hätte ins Auge gehen können hier. Hat euch eure Mutti nicht erzählt, dass man nicht mit Raketen spielt? Ja. Spätestens seit dieser Javelin-Mission weiß ich das auch. Da konnten wir nur die Zivilisten retten, aber nicht die Anlage. So ein Scheiß. Egal. Da folgen wir mal weiter dem Pfad hier. Ja, oh, das sieht schon sehr gut aus, ja. So, als wären wir hier richtig. Und lass mal gucken hier. Guck mal. Das war auch die letzte Station. Da geht's an den Funkturm. Eventuell ist wieder mit ein bisschen Gegenwehr zu rechnen. Noch hatten wir ja keinen Gegner, der hier einen Eigennamen hat. Ja, ja, na. Mal schauen, ob das Schema diesmal auch wieder aufgeht. Vielleicht treffen wir sogar Salamul. Mal schauen. So, ein bisschen Hackengas, dass sie hinter die Kisten kommen und... Ach du Heiliger, ich glaube, das war eine falsche... Das war eine schlechte Idee. Geht mir aus dem Weg. Ich muss mal kurz die Beine in die Hand nehmen und Abstand von dem Kroganer nehmen. So. Wer ist das? Das ist Salamul. Ach, er ist gar kein Watcher, er ist gar kein Batarianer, er ist Kroganer. Guck mal an. Aber habe ich es doch gesagt? Da haben wir Salamul. Oh oh. Verdammt, habe die Schilde verloren. Ja, der tut auch richtig weh. Nicht, dass der hier... Boah, mit Raketen schießt er auch noch. Halleluja. Oder ist das der Watcher von da hinten? Ah? Dass man da so Gesindeltaktiken anwenden muss hier. Mit um die Ecke verschwinden und so. Ja. Was soll's. Aber immerhin, guck mal an. Grunt ist immer noch am Leben. Wo Garrus schon längst ins Gras gebissen hat. Oh! Oh oh! Wo war denn das? Wir hatten da geschossen. Eieiei, du warst das? Oh je. Na, aber immerhin jetzt haben wir den Kroganer nicht mehr am Hals. Das heißt, wir können uns hier schön hinter der Kiste verstecken. Und diese Watcher ausschalten. Peng, peng. So. Gesagt, getan.
Klatsch. Zack, die Bohne. Alle kaputt. Jawohl. Ja, das sah doch gut aus. Guck. Vielleicht kommen wir sogar durchs Spiel, ohne im neuen Jahr einmal zu sterben. Ja, ich weiß. Ich hab's ja angefangen, damals. Ja, damals kann ich schon bald sagen. Ist ja fast ein Jahr her. Na, noch nicht ganz, ein Dreivierteljahr. Tja. Und wollte es versuchen, das auf Wahnsinn zu schaffen, ohne einmal zu sterben. War natürlich zum Scheitern verurteilt, das Unterfangen. Aber vielleicht schaffen wir jetzt die Parts aus dem Jahr 2013. Mal gucken. Ist ja quasi fast wie ein neuer Anfang hier. Aber auch nur fast. Okay, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten im Spiel. Aber leichter wird es dadurch ja auch nicht. Also mal gucken, wie weit wir es schaffen, bis wir das nächste Mal neu laden müssen, ja. Na, schalten wir es ab? Nee, schalten wir ein. Oder? Auf bislang unbekannte feindselige Alien-Spezies gestoßen. Na. Das heißt wohl so viel wie, diese Mission hätten wir eigentlich machen können oder vielleicht sogar machen sollen, bevor wir auf Tuchanka gelandet sind? Okay. Bloodpack-Streitkräfte eliminiert. Gut. Ja, die gehen ja natürlich davon aus, dass die Leute ein bisschen neugieriger sind, dass die Leute schon früh Ressourcen sammeln möchten und dann rumfliegen und irgendwelche Planeten scannen. Ich habe mir das ja aufgehoben. Ihr habt es gesehen, viel von der Galaxie ist noch unerforscht. Ich habe eigentlich immer nur da gescannt, wo es nötig war. Aber das holen wir jetzt eben alles nach. Wir sehen ja. Wir lassen keine Mission links liegen. So, aber für heute ist erstmal wieder gut. Das war's. Schöne kleine Mission. Und wir haben... Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht. Eine neue Nachricht. Na sowas. Bloodpack-Anlage entdeckt. Oh, von Cerberus Oberkommando. Planeteninformationen Sadaban Xe-Cha-System Würgeschlund. Wir haben die Daten dechiffriert und analysiert, die Sie auf Tarit sichergestellt haben. Die dort abgebauten Ressourcen wurden nach Sadaban geschickt, vermutlich zur Herstellung von Waffen. Es ist eindeutig, dass das Bloodpack derzeit eine Invasion von beträchtlichen Ausmaßen plant. Die Zerschlagung der Operation auf Sadaban wird diese Invasion enorm verzögern oder sogar ganz scheitern lassen. Oh, cool. Ja, also Folgeauftrag. Haben wir wohl gerade diese Funktürmchen da so ein bisschen seziert, hätte ich fast gesagt, ja. Die Daten dechiffriert und haben eine Bloodpack-Basis gefunden. Schau mal an. Da schau mal einer, guck. Ja, da wissen wir auch schon, wo wir beim nächsten Mal hin können. Siehst du? Perfekt. Ich melde mich aus dem Kreis und sage danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.